Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 16.05.2013 auf Radio Jungle Drum. Nun kommen wir zu dem Interview mit Herrn Günther Lachmann. Herr Lachmann, Sie haben ein Buch veröffentlicht, das erste Leben der Angela M. im Piper Verlag zusammen mit einem Historiker. Worum geht es dabei? Es geht vor allem um Glaubwürdigkeit in diesem Buch. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Kanzlerin, um die Glaubwürdigkeit dessen, was sie bislang über ihre Zeit in der DDR erzählt und berichtet hat. Und die Glaubwürdigkeit dann halt auch der Politikerin Angela Merkel schlechthin. Welche Bedeutung hat die DDR-Karriere der Bundeskanzlerin heute? Ist ja schon lange her. Das ist zwar schon lange her, aber es sind immerhin 35 Jahre ihres Lebens, die sie in der DDR verbracht hat. Sie ist dort nicht nur aufgewachsen und hat studiert, sondern hat dort auch Karriere gemacht als Physikerin in der Akademie der Wissenschaften. Und die Art und Weise, wie sie Karriere gemacht hat, ist sicherlich interessant und spielt eine Rolle. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, wie sie gelebt hat. Das heißt, war sie in irgendeiner Art und Weise politisch? Wenn ja, wie drückte sich diese politische Haltung aus? Wohin tendierte sie? Mit welchen Leuten hat sie sich umgeben? Und welche Leute waren letztlich diejenigen, die sie Ende der 80er Jahre in der Wendezeit gefördert haben und sie letztlich dorthin gebracht haben, wo sie dann 1990 landete in den Bundestag. Das heißt also, das spielt schon noch immer noch eine große Rolle, weil das halt Teil ihrer Biografie ist, genauso wie die jungen Jahre von Joschka Fischer, als er in der Frankfurter Putztruppe auf der Straße Steine warf, Teil seiner Biografie sind und wichtig sind für das Verständnis des Politikers insgesamt. Ja. Joschka Fischer hat ja auch eine beispiellose Veränderung, wenn man schaut, wo er sich heute engagiert und wo er früher war, ganz links außen. Sie schreiben, dass Frau Dr. Merkel in der DDR FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda gewesen sei. Es ist für uns, die wir nicht aus der DDR kommen, schwer einzuschätzen, wie hochrangig ein solches Amt ist und wie zentral die Funktion ist, wie groß das Einzugsgebiet ist, wo sie dort für Agitation und Propaganda zuständig war. Ja, das ist auch schwer zu vermitteln. Also es ist so, sie war FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften. Allein dieses Institut für Physikalische Chemie hatte ungefähr 650 Mitarbeiter, für die war sie dann zuständig als FDJ-Sekretärin. Was hat eine FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda gemacht? Im Wesentlichen ging es um Schulung, ging es um die Vermittlung des Marxismus-Leninismus, es ging um politische Diskussionen, Politik eigentlich schlechthin, das war ihre Aufgabe. Sie war aber ja nicht nur, das geht ja auch aus dem Buch hervor, Sekretärin für Agitation und Propaganda, sondern hat in dieser Funktion oder als FDJ-Propagandistin auch in der Betriebsgewerkschaftsleitung der Akademie gearbeitet, war dort für Jugendarbeit zuständig und wie sie jetzt selbst zugegeben hat, war sie natürlich wie fast alle DDR-Bürger in der deutsch-sowjetischen Freundschaft im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund und hat sich also da doch in den Massenorganisationen des DDR, des SED-Staates bewegt. Das bedeutet praktisch, für Linientreue hat sie an dieser Universität gesorgt bei den Naturwissenschaften. Man kann nicht unbedingt sagen für Linientreue und ich finde es auch immer schwierig, das Buch darauf jetzt festzulegen und vielleicht ist es auch ganz gut an dieser Stelle mal die öffentliche Debatte so ein bisschen zu korrigieren. Es ist ja durch den medialen Wirbel so der Eindruck entstanden, es ginge es darum, jetzt festzustellen, war sie Sekretärin für Agitation und Propaganda oder war sie es nicht? Das ist nicht der Punkt. Das ist ein winziger Aspekt, in dem es in diesem Buch geht, sondern es geht wirklich darum, die Haltung eines Menschen nachzuvollziehen, den Menschen zu erklären, seinen Charakter zu ergründen und zu schauen, wie er dann letztlich politisch erfolgreich sein konnte. Und das ist also eine sehr, sehr komplexe Fragestellung.
Und deshalb bewegen wir uns in dem Buch auch auf mehreren Ebenen. Das Buch hat eine kirchenhistorische, kirchenpolitische Ebene, die ist ganz wichtig, weil sie aus einem kirchlichen Elternhaus kommt. Wir beleuchten die Karriere und auch das Machen ihres Vaters. Dazu gibt es neue Papiere, neue Stasi-Unterlagen, die belegen, dass ihr Vater näher am System war, als bislang bekannt war, dass er eine maßgebliche Rolle spielte bei der Spaltung der evangelischen Kirche und den Aufbau einer eigenen evangelischen Kirche in der DDR, der Kirche im Sozialismus, wie es damals hieß. Daran war Horst Carsten, also hieß der Vater von Angela Merkel, maßgeblich beteiligt. Das ist die eine Ebene. Dann gibt es die Ebene Angela Merkel, ihre Jugend, ihr Studium und ihr Aufstieg an der Akademie der Wissenschaften. Und es gibt die Ebene, die Wendezeit, also die Zeit der Perestroika und Glasnost, dann die ersten Proteste in der DDR, die Entstehung von Bürgerbewegungen, die ersten politischen Organisationen, die ja, was die meisten gar nicht mehr vor Augen haben, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, wie Pilze aus dem Boden schossen, das war in der Zeit von September bis Dezember oder November, 9. Dezember muss man sagen, von September bis Dezember 1989. Also in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum gründeten sich dann neue politische Gruppen und mit Wolfgang Schnurr stand zum Beispiel ein langer inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit an der Spitze des demokratischen Aufbruchs, dem sich Angela Merkel dann angeschlossen hat. Also es gibt mehrere Ebenen in diesem Buch. Alle sind wichtig, alle hängen eng miteinander zusammen, weil die kirchlichen Verbindungen des Vaters auch später für Angela Merkel wichtig waren, weil Kirche und Politik, weil Kirche und Stasi in der DDR eine wichtige Rolle spielten, weil es da viele, viele Querverbindungen gab, die sich dann bis hin in den Wendeherbst ziehen und letztlich auch noch spürbar sind und nachvollziehbar sind beim Aufstieg Angela Merkels 1989-90 von der Ostwissenschaftlerin zur erfolgreichen Westministerin. Das heißt, es sind wahrscheinlich viel mehr politisch engagierte Menschen der DDR mit der Stasi in Berührung gekommen, auf die eine oder andere Weise, als man sich das hier im Westen so vorstellt. Es scheint ein Riesenapparat gewesen zu sein. Ja, das ist sicher richtig. Aber es ist ja die eine Sache, ob man von der Stasi beobachtet wird oder ob man mit der Stasi in gewisser Weise, oder wenn die Stasi einem bescheinigt, ich handle im Sinne des Staates. Das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Bei Horst Carsner war das so. Bei Horst Carsner war es so, dass er zum Beispiel bei Kirchensynoden, bei Veranstaltungen, wichtigen Veranstaltungen der Kirche Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre Anträge einbrachte, die dann im Sinne auch der SED-Führung und der Staatssicherheit zur Spaltung der Kirche beigetragen haben. Das heißt, da gibt es Unterlagen, die das belegen. Das heißt aber nicht, dass er jetzt wissentlich im Sinne der Stasi gehandelt hat. Das ist ganz wichtig, weil das geht aus den Unterlagen nicht hervor. Es geht aber daraus hervor, dass die Stasi bescheinigt, da steht zum Beispiel, dass der Synodale Horst Carsner einen Antrag in unserem Sinne einbringt. So heißt es dort sinngemäß in den Stasi-Unterlagen. Dann ist es auch so, dass der Vater von Angela Merkel dem System deshalb nahe stand, weil er anders als andere Pfarrer zum Beispiel Westreisen gemacht hat mit den dafür zur Verfügung stehenden oder mit den Organisationen des SED-Staates, die sowas angeboten haben. Er war unter anderem damals in Italien, kam dann zurück aus Italien, hat dann einen DIA-Vortrag gehalten vor ranghohen SED-Mitgliedern und hat dann gesagt, die einzige Chance, die es in Italien oder die Italien auch hätte, sei halt eine Machtergreifung der kommunistischen Partei und hat eigentlich nur von dem Elend und von der sozialen Not dort gesprochen. Also Horst Carsner war ein Gegner des Kapitalismus, daraus hat er auch nie ein Geheimnis gemacht, das war auch bis zuletzt. Horst Carsner hat natürlich auch, und das ist ein großer Unterschied zu anderen Pfarrersfamilien in der DDR, an seine Kindern erlaubt oder vielleicht sogar, das wissen wir nicht, er hat es ihnen vielleicht sogar nahegelegt, sich den Massenorganisationen des SED-Staates anzuschließen. Das heißt, gewöhnlich gingen Pfarrerskinder nicht zu den jungen Pionieren, gewöhnlich gingen Pfarrerskinder nicht in die freie deutsche Jugend, sondern engagierten sich in kirchlichen Gruppen.
Bei Angela Merkel war das anders und bei ihren Geschwistern auch. Angela Merkel hat sich in der Schule schon den Pionieren angeschlossen, dann auch der FDJ, war im Abitursjahr sogar stellvertretende FDJ-Sekretärin. Das ist wirklich ungewöhnlich. Ihr Bruder war auch in der FDJ, ihre jüngere Schwester auch. Angela Merkel hat auch an dem Vorbereitungskurs zur Jugendweihe teilgenommen. Die Jugendweihe selber hat sie dann nicht erhalten, aber sie hat teilgenommen. Ihr Bruder Markus ist, glaube ich, ist sogar zur Jugendweihe gegangen. Das heißt, es gab hier doch eine Nähe zur Gesellschaftsordnung und zu dem, was diese Gesellschaftsordnung verlangte, die weit über das hinausging, was andere gemacht haben. Das setzte sich dann auch fort bei Angela Merkel. Angela Merkel durfte an die Universität in Leipzig. Das war schon eine Auszeichnung. Also wer es dahin mal geschafft hat, dem stand eine sichere Karriere als Wissenschaftler dann bevor. Die war ihm sicher. Auch da, wie gesagt, hat sie wieder Leitungsfunktionen in der FDJ übernommen. Und das hat sie dann auch in der Akademie für Wissenschaften gemacht. Auch der Wechsel an die Akademie für Wissenschaften war sicherlich eine Auszeichnung und steht sicherlich nicht dafür, dass sie unbedingt dem System feindselig gegenübersteht. Was viele nicht wissen, ist, dass sie dann ihre Karriere auch in der Akademie fortgesetzt hat. Sie hat sehr lange promoviert. Die Gründe dafür kenne ich nicht. Aber nach Abschluss der Promotion 1986 ist Angela Merkel dann erstmals in den Westen gereist, nach Westdeutschland gereist und hat dort unter anderem auch die Universität in Karlsruhe besucht als Wissenschaftlerin. Das ist etwas, was nicht jedem Wissenschaftler in der DDR erlaubt wurde. Wir haben in dem Buch Beispiele dafür, was unter welchen Bedingungen solche Westreisen in der Regel zustande kamen. Da muss man sagen, klar, 1986 ist nicht 1976. Das heißt, da gibt es schon ein anderes gesellschaftliches Klima. Aber es war halt immer noch eine Sache, die wenigen vorbehalten war. Grundsätzlich gilt, dass Westreisen für Wissenschaftler nur von der SED, von der Stasi und der HVA genehmigt werden konnten. Es gab sogenannte Reisekader, zu denen wurden nur handverlesene, wirklich systemtreue Wissenschaftler zugelassen. Die durften in den Westen reisen. Sie bekamen in der Regel eine klare Aufgabenstellung mit, was sie zu beobachten hatten, welche Erkenntnisse sie, nachrichtendienstliche Erkenntnisse sie mitzubringen hatten. Wir haben im Buch ein Beispiel für eine solche Aufgabenstellung, wo verschiedene Punkte dargestellt sind, die ein Wissenschaftler, der sich auf eine Westreise begab, zu erfüllen hatte. Und sobald die Wissenschaftler dann zurück waren, mussten sie darüber Bericht erstatten. Also wie gesagt, auch Angela Merkel durfte 1986, das ist bislang wenig diskutiert worden, als Wissenschaftlerin in den Westen. Das ist schon nicht ganz gewöhnlich gewesen, auch zu diesem Zeitpunkt. Ja. Das war jetzt sehr viel, ich weiß. Sie ist ja dann erst in der Wendezeit in den demokratischen Aufbruch gegangen. Ich hatte den demokratischen Aufbruch damals als eine Bürgerin. Nein, das ist nicht ganz richtig. Sie ist nicht, das kann man so nicht formulieren. Sie ist erst in der Wendezeit. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese ganzen politischen Gruppen erst 1989, von September bis Oktober, November 1989 entstanden. Vorher gab es sie nicht. Und Angela Merkel hat bislang immer gesagt, sie sei im Dezember 1989 zum demokratischen Aufbruch gekommen. Das hat sie auch bei dem inzwischen leider verstorbenen Biografen Langguth gesagt. Der hat damals ein Interview mit ihr geführt und hat sie mehrfach auf die Frage, wann sind sie zum demokratischen Aufbruch gekommen. Der genaue Zeitpunkt ist wichtig, hat Angela Merkel immer wieder gesagt, im Dezember. Das stimmt so nicht, denn wir haben mehrere Zeitzeugen gesprochen, die übereinstimmend aussagen, dass Angela Merkel bereits im Oktober, November Wolfgang Schnur zugearbeitet hat. Wolfgang Schnur war der spätere Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs und wie gesagt ein langjähriger, hochdekorierter, inoffizieller Mitarbeiter der Stasi. Angela Merkel war bereits im Oktober, November bei Wolfgang Schnur, in dessen Kanzlei hat ihm dort zugearbeitet. Das ist wichtig, weil man annehmen kann oder man könnte das jedenfalls so interpretieren, dass Angela Merkel den Zeitpunkt ihres Einstieges beim demokratischen Aufbruch bewusst auf den Dezember verlegt. Denn im Dezember hatte sich der demokratische Aufbruch als erste politische Gruppe
für die Einheit ausgesprochen. Vorher war der demokratische Aufbruch, wie alle anderen auch, für einen eigenständigen demokratischen Sozialismus, also in einer eigenständigen DDR. Das heißt, der Einstieg Angela Merkels beim demokratischen Aufbruch ist für zur Bewertung und ihrer politischen Haltung damals wichtig. Das ist erstaunlich, weil zu dem Zeitpunkt, der demokratische Aufbruch hat sich ja der CDU angeschlossen. Die hatte ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keinen sozialistischen Flügel in dem Sinne mehr. Na, die Wende zur CDU ist eine überraschende und auch sehr vielschichtige. Die Wende zur CDU lässt sich nur erklären über die Kirche. Auch da haben wir wieder die Verbindung zur Kirche. Die Ost-CDU war der Kirchenflügel in der SPD, um das mal ganz pauschal zu sagen. Also es ist ja so, dass es zwar in der DDR auch eine CDU gab oder eine SPD gab, aber im Grunde waren die natürlich alle gleichgeschaltet. Deshalb sprach man ja auch von Blockparteien. Also die CDU-Politiker in der DDR waren nichts anderes als die SED-Politiker in der DDR. Da gab es keinen Unterschied, also keinen weltanschaulichen, ideologischen Unterschied. Dass sich jetzt der demokratische Aufbruch, der CDU angeschlossen hat, hängt damit zusammen. Ja, weil es diese Verbindungen halt zur Kirche gegeben hat. Schnur hatte diese Verbindungen zur Kirche. Merkel hat diese Verbindung über ihren Vater zur Kirche. Das ist die Verbindung, ein Band, was sich logischerweise von der CDU zum demokratischen Aufbruch zieht. Und ich würde mir jetzt vorstellen, wenn zwei Organisationen zusammenwachsen, dass man dann von der kleineren Organisation, die Eigenständigkeit aufgibt, Führungspersönlichkeiten mit in die größere Organisation auf herausgehobene Positionen hebt, um zu bekräftigen, dass es ein Zusammengehen und nicht nur eine Übernahme ist. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Sie als eine der fähigsten Politikerinnen des demokratischen Aufbruchs dann deswegen Ministerin geworden ist. Ja, Entschuldigung, Sie waren nicht eine der fähigsten Politikerinnen des demokratischen Aufbruchs, Sie war Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs. Als Pressesprecherin. Sie hatte überhaupt keine politische, sie war nicht als Politikerin dabei, sondern als Pressesprecherin. Und das ist schon interessant, dass sie dann als Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs diese Karriere gemacht hat. Das ist richtig. Und als Wissenschaftlerin vielleicht. Sie ist ja Umweltministerin geworden. Ja, aber dass sie Wissenschaftlerin war, das spielte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eher weniger eine Rolle. Es ging wirklich dann darum, wer kennt wen und wo sind die Kontakte. Und man muss dazu wissen, und das, wie gesagt, da ist die Kirche das verbindende Element, das verbindende Band in allem. Auch Lothar de Maizière ist natürlich ein Kirchenmann gewesen. Lothar de Maizière kannte den Vater, kannte die Familie Kasner. Wolfgang Schnur, der Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs, kannte die Familie Kasner. Das sind wichtige Verbindungen. Dann gehörte Manfred Stolpe, der später Ministerpräsident von Brandenburg wurde und war ein Kirchenmann, war Konsistorialpräsident. All das sind wichtige Personen gewesen, die dann eine Rolle gespielt haben. Das heißt, Lothar de Maizière behauptet zwar immer, er habe Angela Merkel erst später kennengelernt, er kannte sie nicht. Wenn man das Buch aber aufmerksam liest und auch die Passagen aus der Wendezeit, dann fügt sich da ein Bild zusammen, wo man sagt, es musste logischerweise so sein, es macht Sinn, dass Lothar de Maizière sich dann für die Regierung, für Angela Merkel als Regierungssprecherin entschieden hat. Was haben Sie dazu herausgefunden, ob Sie einen tiefgreifenden wirtschaftspolitischen Bewusstseinswandel oder andere wirtschaftspolitische Erkenntnisse Wie gesagt, es ist so gewesen, dass Angela Merkel zum einen diese Nähe zum System hatte, die sie immer bestreitet. Also, und das war uns auch ganz wichtig in dem Buch. Wir haben uns natürlich intensiv mit den ganzen bisherigen Biografien, die erschienen sind, auch beschäftigt. Wir haben ihre Aussagen gesammelt und haben dann diese Aussagen sozusagen als Kontrapunkt in unseren Text eingefügt.
das muss man, das geht ungefähr so. Also Angela Merkel hat wiederholt behauptet in Interviews, die DDR war mir nie eine Heimat. Mich hat nichts mit diesem Land verbunden. Demgegenüber muss man dann stellen den Satz, ich war gerne in der FDJ. Demgegenüber muss man dann die Tatsache einfach einbringen, dass sie sich in den Massenorganisationen des SED-Staates stärker als der Otto-Normalverbraucher engagiert hat, dass sie Sekretärin wurde für Agitation und Propaganda. Das passt nicht dazu. Angela Merkel hat wiederholt in Interviews gesagt, dass sie die Westpolitik unterstützte, dass sie auch zur Zeit des NATO-Doppelbeschlusses, also der Hochzeit der Rüstungs, des Rüstungswettlaufs in West, gerade die Politik Ronald Reagans unterstützt hat. Das fällt aber in jene, ausgerechnet auch in jene Zeit, wo sie sich auf der anderen Seite 1981 als Sekretärin für Agitation und Propaganda an der Akademie eingebracht hat. Und das sind Widersprüche, die sich ergeben. Diese Widersprüche haben wir in diesem Buch aufgelistet. Wir haben sie einfach nur, wir haben einfach ihre Aussagen den Tatsachen gegenübergestellt. Und daraus ergibt sich das Bild, dass es doch an vielen Stellen in ihren bisherigen Schilderungen an Glaubwürdigkeit mangelt. Deshalb habe ich auch anfangs gesagt, in diesem Buch geht es vor allem um Glaubwürdigkeit. Und warum sie ihre Haltung, politische Haltung, so stark gewendet hat, das wird wahrscheinlich die Geschichte zeigen. Dass, Ich glaube, das kann man auch erklären, wenn man das Buch liest. Also Angela Merkel hatte ja auch noch eine andere Seite in der DDR. Das heißt, sie hat sich zum Beispiel in Leipzig mit Leuten umgeben, die durchaus systemkritisch waren. Das waren Leute an der Universität, Wissenschaftler auch, die mit dem System gehadert hatten, die allerdings natürlich überzeugte Sozialisten waren, überzeugte Kommunisten waren, die mit dem Kapitalismus und mit dem westlichen Gesellschaftssystem gar nichts im Sinn hatten, sondern die einfach eine Reform des Kommunismus wollten. Es gab damals auch wiederholt Berichte im Spiegel über solche nonkonformistische SED-Politiker, wie der Spiegel sie damals genannt hat. Mit solchen Leuten hat Angela Merkel damals durchaus Kontakte gehabt. Sie hat ihre Treffen besucht, sie war dabei. Inwiefern sie sich mit den Leuten oder mit deren Auffassungen identifizierte, ist schwer zu sagen. Also mit den kritischen Schriften von Barrow und anderen konnte sie so wahnsinnig viel nicht anfangen. Da hat sie immer gesagt, die Analyse ist gut, aber die Umsetzung finde ich nicht so toll. Gleichwohl war es natürlich auch so, dass sie an der Akademie in der FDJ-Gruppe durchaus etwas offener diskutiert haben als andere. Offener in dem Sinne, dass man gesagt hat, wir gucken genau hin, was passiert in Polen, was passiert in der UdSSR unter Gorbatschow, was ist eigentlich Glasnost und Perestroika. Angela Merkel spricht perfekt Russisch, sie verbindet eine tiefe Zuneigung, ja sogar Liebe zur russischen Sprache, wie sie selber mal sagt, weil sie irgendwie musisch sei. Also wie gesagt, sie hat Gorbatschow dadurch im Original gelesen, sie hat also genau verfolgt, was passiert. Und das ist auch eine Art und Weise gewesen. Sie war schon irgendwie politisch und die Frage ist, warum spricht sie überall das nicht? Auch das ist so eine Sache. Ich meine, sie ist immer wieder in unzähligen Interviews auf ihre Vergangenheit angesprochen worden und nie sind irgendwelche Sätze dazu über ihre Lippen gekommen und wir fragen uns, warum das so ist. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, mit denen sie damals zusammen war, die damals zu diesen Gruppen gehörten. Die alle sind tief enttäuscht von ihr, weil sie fest daran geglaubt haben, dass auch Angela Merkel in dieser Weise für den Reformkommunismus oder für eine Reform des Sozialismus eingetreten ist. Die sind heute sehr enttäuscht von ihr. Ja. Sie haben mich gefragt, wann sie ihre Meinung geändert hat. Dazu möchte ich vielleicht noch ein paar Sätze sagen. Wenn man also sich anschaut, wie sich Angela Merkel verhalten hat, dann ist das ich habe das Mikrofon in die falsche Richtung gedreht. Nochmal zu Ihrer Frage, wann sie ihre Meinung geändert hat. Ganz wesentlich in ihrem Verhalten ist ein Charakterzug, den ich mal
an zwei Beispielen darstellen möchte. Angela Merkel hat manchmal, wenn sie in der Schule auf den Beruf ihres Vaters angesprochen wurde, gesagt, mein Vater ist Pfarrer, weil das ganz ähnlich klingt wie Pfarrer und weil die Nachfrage Pfarrer, weil die Nachfrage auf den Beruf Fahrer oder weil es vermutlich keine Nachfrage gegeben hat, wenngleich, wobei man natürlich als Tochter eines Pfarrers immer mit kritischen Fragen rechnen musste. Also Angela Merkel wich lieber aus. Dann gibt es das Ereignis 1968, die Ereignisse in Prag unter Dubček. Und damals verbrachte Angela Merkel mit ihren Eltern die Sommerferien in der Tschechoslowakei, wurde anschließend in der Schule gefragt, was sie denn so erlebt habe. Und da setzt sie an und sagt, wir waren in der Tschechoslowakei, schaut oder sieht in das entsetzte Gesicht oder das strenge Gesicht des Lehrers, bricht ab und erzählt irgendeine andere Geschichte. Das ist typisch für Angela Merkel. Dann gibt es eine Überlieferung, das muss 1991, 90 gewesen sein, wo sie zum ersten Mal vor West-CDU-Anhängern sprach und durchaus etwas von der FDJ erzählen wollte und auch da in entsetzte Gesichter schaute. Wieder brach Angela Merkel ab und erzählte etwas anderes, weil sie offenbar das Gefühl hatte, dass es nicht vermittelbar ist. Das heißt, immer wenn es etwas gibt, wo sie was sie selbst in Frage stellen könnte und wo sie zu etwas stehen muss, das schwer zu vertreten ist, das in dem Moment schwer zu vermitteln ist, weicht sie lieber aus und erzählt etwas anderes. Das heißt, dieses Ausweichen ist etwas, das in ihrer Person zu finden ist und was in diesem Buch auch herausgearbeitet wird. Und genau dieses Ausweichen, dieses sich nicht stellen zu Dingen, dieses Taktieren, Lavieren ist etwas, was sie in der Politik nach der Wende bis heute vor allem und zuletzt auch in der Europolitik immer wieder finden. Es gibt ein bekanntes Zitat, was ich von ihr mal gehört habe. Wir müssen mehr Konzepte anfordern. Das klingt sehr anpassungsfähig. Richtig. Ich weiß leider nicht mehr, woher das, von wann, aus welcher Gelegenheit dieses Zitat kommt. Ich habe gelesen, dass sie das mal gesagt habe. Also, dass sie wirkt, stellt sich für mich die Frage, ob sie möglicherweise eher eine Machtpolitikerin ist, eine, die eine Partei und eine Regierung zusammenhalten kann und dann eher vielleicht moderiert die Inhalte. Sie ist ganz sicher eine Karrieristin, in erster Linie, weil das zeigt ja das Verhalten, das ich vorhin beschrieben habe. Sie ist ganz sicher eine glänzende Machtpolitikerin. Sie taktiert in einer Art und Weise, wie man das im Westen bislang nicht kannte. Das heißt, sie beobachtet sehr lange, sie hält sich sehr lange im Hintergrund, sie lässt andere agieren und ihre politischen Gegner fallen nicht durch Attacken, die sie selber betreibt, sondern stürzen über ihre Fehler. In ihrem Verhalten finden sich viele Dinge, wie man auch im Osten Politik gemacht hat, wie man im Osten mit politischen Gegnern, auch mit Gegnern im eigenen Lager umgegangen ist. Das ist typisch, das ist eine Form von Machtpolitik, wie sie die SED oder wie man sie im Osten auch in der Sowjetunion ganz üblicherweise gemacht hat. Das heißt, klar, Angela Merkel ist eine Machtpolitikerin und Angela Merkel ist wahrscheinlich im Moment konkurrenzlos in Deutschland. Vielen Dank für das Interview. Ich habe zu danken. Wie gesagt, das erste Leben der Angela M. heißt das Buch im Piper Verlag. Wenn man mehr über ihre Arbeit wissen möchte, wo kann man sich da noch informieren? Informieren Sie sich doch auf meiner Internetseite Geolitico. www.geolitico.de, da finden Sie Texte auch zu dem Buch, Interviews zu dem Buch, aber natürlich auch andere Texte von mir zu anderen Themen, vor allen Dingen auch zur Euro- und Europapolitik. Vielen Dank. Ich danke. Tschüss. Tschüss.